Hallo Freunde und recht herzlich willkommen zurück zu Silent Hill 2, Part Nummer 2. Ja, ich möchte mich gleich zu Anfang entschuldigen, dass im letzten Part am Ende, so die letzten 2 Minuten ungefähr, die Facecam leider nicht mehr zu sehen war. Ich habe den Übeltäter gefunden. Nämlich war wohl die SD-Karte schon voll. Ich hätte nicht gedacht, dass Videodateien doch so viel Speicherplatz ziehen, gerade nur bei so einer Billigkamera. Und ja, leider war meine SD-Karte dann wohl voll und dann kam halt diese Meldung da, bla bla bla, deine SD-Karte ist fast voll. Und dabei ist dann wohl mein Handy quasi in Standby-Modus gegangen, weil diese Meldung da stand und deswegen ist alles abgeschmiert. Ja, in diesem Part hoffe ich, dass es besser ist. Ich habe jetzt nochmal meine SD-Karte ein bisschen gecleant, noch ein bisschen mehr Platz gemacht und vor allen Dingen war der letzte Part auch 30 Minuten lang, deswegen war es ein bisschen zu viel. Heute machen wir wieder 20 Minuten, ich hoffe, das kriege ich jetzt hin und wir machen einfach weiter. Warte mal ganz kurz. So, ich habe echt ein Kurzzeitgedächtnis. Ich war mir nicht mal mehr sicher, ob ich gerade bei der Kamera überhaupt Start gedrückt habe, aber habe ich zum Glück. Ja, wir machen weiter und wir sind im Menü. Wir haben noch ein bisschen Zeugs. Das habe ich im letzten Part gar nicht mehr angeguckt. Das können wir jetzt mal machen. Foto von Mary. Ein Foto aus der Zeit, als sie noch gesund war. Können wir mal nicht verwenden. Ich wollte prüfen. Mal gucken. Okay. Und hier ist auch noch ein Brief. Brief von Mary. Es ist eindeutig Marys Name auf der Vorderseite des Umschlags. Von ihr selbst geschrieben. Gucken wir uns mal an. So, keine Ahnung, kann ich lesen. Ah, in meinen rastlosen Träumen sehe ich diese Stadt. Silent Hill. Du hast versprochen, noch einmal mit mir dorthin zu gehen. Aber du hast es nie getan. Nun bin ich jetzt alleine hier, an unserem speziellen Ort. Ich warte auf dich. Das haben wir ja auch im Intro gehört. Okay, dann machen wir jetzt einfach weiter. Und ich stand hier gerade ein bisschen, ein paar Stunden lang einfach nur rum, weil ich gerade ein bisschen mit Schneiden verbracht habe und mich ein bisschen aufgeregt habe. Ey, das Schneiden, ne? Das ist übelst kompliziert. Das Rendern. Aber gut, wir machen weiter. Wir sind im letzten Part in Silent Hill angekommen. Da drüben ist der Flower Shop. Da wollen wir gleich mal vorbeigucken. Mal schauen. Immer noch blind, die ganze Hose hier. Okay. Ich habe auch schon ein bisschen Angst, dass bald dann irgendwie die Pyramid Heads und so ankommen. Celebrating 70 years. Cool. Nee, kann ich leider nicht aufmachen. Okay. Kleiner Laden. Ich hätte sehr gedacht, dass ich da nicht lang komme. Ja gut, hier wird wahrscheinlich eh nichts sein. Wir sollen ja eh zu diesem Rosemary. Nee, wie ist das? Keine Ahnung. Irgendwas war da irgendwas rot unterstrichen. Kamera, danke. Boah, dieser Nebel, ne? Du siehst echt gar nichts. Okay, hier war der Flower Shop. Boah, ich kriege jetzt wieder Gänsehaut, ne? Ich habe Angst, dass hier gleich wieder irgendwelche Scheiße passiert. Nicht im Sinne von Facecam, sondern. Boah, da passiert wirklich was. Sind diese Flecken Blut? Oh nein. Dieser Schatten gerade eben. Ich will da nicht hinterher rennen. aber ich muss ja da hinten hin, ne? Kann ich auch einen Umweg nehmen, aber. Gonzales Mexican Restaurant. Oh, ich traue mich gar nicht, da jetzt hinzurennen, ne? Na, wahrscheinlich ist der eh schon wieder weg, aber trotzdem. Wir gehen mal lieber woanders lang. Ich habe auch keine Ahnung, wo man hinrennen kann, wo nicht, ja. Deswegen, man kann ja quasi sagen, ich hatte gerade eben, ohne mich, was war das? Oh, ich muss da sogar hin, oh Mann. Ist ja quasi Open World, kann man schon sagen, ne? Oh, Blut. Oh, Scheiße. Oh Mann. Man sieht auch nichts dadurch, das ist so fies. Mann. Wo bin ich? In der Kids Street. Gleich. Ja, ich würde sagen, wir rennen mal weiter geradeaus. Einfach. Oh, hier ist auch das Blut, das führt dahin. Ich krieg hier schon ein bisschen Angst, du. Oh, rechts rein. Oh Mann. Da kamen wir ja.
Nee, Moment, von da kamen wir, ne? Pleasant River. Gar nicht mehr auf der Karte drauf. Oder bin ich jetzt blöd? Irgendwie rauszoomen oder so? Scheinbar nicht. Na gut, wir folgen mal der Straße. Ups. Ja, hier. Oh Gott. Was hast du gerade so nach rechts geguckt? Ja, gerade so weit ich nach rechts geguckt, deswegen gucke ich hier mal rein. Alter. Okay, jetzt ein Speicherbuch, oder? Ist das ein Speicherbuch? Ja. Machen wir in neuer Datei speichern. Ja. Das ist gar nicht so blöd, wenn ich einfach... Genau, ich mache dann einfach in der im Game immer andere... Oh, eine Stunde. Ja, weil ich so lange Pause hatte, Freunde. Tut mir leid. Ja, Der Wald. Parkplatz. Vor dem Hintergrund da. Sonst mache ich jetzt einfach immer, wenn eine Folge zur Ende ist. Oder wenn ich zu einem Speicherpunkt bin, dann speichere ich einfach. Und dann in-game in einem anderen Spielstand. Der obere ist immer der Sicherheits-Safe-State. Quasi. Das ist gar nicht schlecht, wenn ich das so mache. Das ist gar nicht schlecht. Speichern möglich. Irgendwie komisch. Naja, egal. Die Speicheroption da gerade. Aber geht schon. Mal schön, wie das so auffällig rot ist. Das finde ich... Finde ich fair. Finde ich sehr fair. Aber das macht mir auch gleichzeitig ein bisschen Angst, dass da gleich irgendwie ein Gegner kommt oder so. Na, werden wir sehen. Oh, ich wollte oben drauf gucken. Das ist komisch. Aber wir sollten ja der Straße folgen, dem Blut hinterher quasi. Okay, jetzt sind wir wieder auf Feldwegen unterwegs, wa? Da kamen wir von hier. Jetzt muss ich halt überlegen. Ne, eigentlich kamen wir von da, ne? Genau, die wildste Road sind wir lang gegangen. Ne, die wildste. Witze. Ja, das ist was Rotes. Achso, das Speicherbuch. So, na gut. Wir sollten ja auch mal an den Lake. Ja, der hat ja im Intro gesagt. Vielleicht meinte sie den See. Da sollten wir mal hingehen. Den Tsuta Lake oder wie der gerade hieß. Hört sich ein bisschen japanisch an. Aber Silent Hill ist nicht japanisch, oder? War nur Konami. Oh, da geht's gar nicht weiter. Oder doch. James macht sich den Weg. Oh, scheiße. Oh nein. Ich hab nur ein scheiß Brett. Ha, jetzt muss ich erstmal in die Steuerung gucken. Bevor ich mich hier blamiere. Moment. Okay. Von der Sound aus. Irgendwo kann ich hier, genau, die Tastenbelegung. Ziel rechts, Ziel links. Action. Bewegen, drehen. Na gut. Muss ich mit X schlagen? Na, probieren wir es mal. Ja, muss ich schon beenden. Oh oh. Oh oh, Freunde. Ich habe ein bisschen Angst, doch. Na gut, wir versuchen es mal, ob ich einfach mit X schlagen kann. Nee, nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Wie schlage ich? Wie schlage ich denn? Verdammte! Ja, danke schön, Spiel, dass du mir nicht mal sagst, wie ich schlagen kann. Das finde ich nur fair. Ich wollte eigentlich Start drücken. Nochmal die Optionen dadurch gucken. Wie kann ich schlagen? Oder wie mache ich Angriffe?
R2 Ziel. Was heißt denn Ziel links, Ziel rechts? Was soll denn der Scheiß? Tut mir leid. Suchansicht, genau, die habe ich ja schon gesehen da. Genau. Kann ich damit quasi anvisieren oder was? Ich bin überfordert. Da steht auch gar nicht die... Ich versuche mal mit R2 erstmal anzuvisieren quasi. Ob ich dann irgendwas machen kann. Vielleicht muss ich erstmal so anvisieren quasi. Ah ja. Ah, okay. Okay, so geht das. Bam! Bam! Is it dead? What the hell is it? It's not human. Okay. Muss ich auch nochmal vorwarnen, ne? Habe ich im ersten Part gar nicht gemacht, beziehungsweise so ein kleines Intro. Das Spiel ist ab 18, ja, also nicht für jedermann, was? Okay, dann da kam das Wesen. Oh mein Gott. Haben wir unsere erste Waffe, ne? Ich habe wieder Angst, dass ich irgendwas mit der Facecam verkacke, ne? Wenn ich die Kamera da oben sehe, denke ich, ich mache wieder irgendeinen Scheiß. This thing broken? Take it anyway. I might need it. Führe ruhig Selbstgespräche, James. Das ist mir egal. Okay, so geht das. Ich muss erstmal R2 gedrückt halten. Was soll der Scheiß denn? Naja, gut. Egal. Bam. Bam. So funktioniert das. Okay. Schön, dass es weiß. Für die... Achso. Ist es Blut? Weil ich durch Blut gelaufen bin? Für eine Leiche? Oder ist es einfach nur die Abdrücke? Das war Blut. Na, egal, schnell weg hier. Irgendwie rennt der schneller, oder kommt das nur so vor? Ja, wir gehen mal wieder zurück. Wir haben das Viech verfolgt und getötet. Sofern es das denn war. Und... Oh, wir gehen jetzt mal da wirklich hin, wo wir hin sollen. Ich guck nochmal kurz. Kann ich speichern? Oh, voll rot markiert. Irgendwie gekillt. Achso, da komme ich nicht weiter. Das soll das wahrscheinlich bedeuten. Yep, yep, yep. Rosewater Park ist markiert. Das war ja unsere Karte, das heißt, wir haben das da selber reingeschrieben, sozusagen. Dann gehe ich einfach mal aus, dass James dahin will, ja. Das heißt, ich muss jetzt die nächste. Ich habe ja gar nicht genau geguckt, nächste rechts, ne? Ja, rechts. Und dann nochmal links und dann der Straße folgen. Okay, ich bin bereit für neue. Ahaha, das ist in Silent Hill 1 auch einmal so, das weiß ich. Einfach die. Scheiße, wandern, scheiße, wandern. Oh, da ist wer. Du. Mann, ey. Du, Sackzack. Mann. Ey. Bam. Boah. Ih. Das lebt noch. Oder? Ja, ich würde eigentlich auch noch raufhauen. Auf den Boden. Ich finde das sehr schön, wie die Gegner hier endlich mal ein bisschen mehr aushalten und nicht einfach One-Hit weg sind. Ich weiß auch, man kommt Waffen, man sollte auf jeden Fall so Resident Evil-mäßig sehr sparsam mit der Munition umgehen. Also Oldschool Resident Evil-mäßig. Aha. Okay, das ist schön, dass er wenigstens markiert, wo es nicht weitergeht. Das finde ich sehr nett von James. Finde ich sehr gut, dass er das macht. Finde ich sehr gut. Okay, hier ist vor der Brunnen. Können wir das durchlesen eigentlich? Oh ja. Ja, fast jedenfalls. Es ist was darauf geschrieben. Schade, dass ich es nicht lesen kann, weil die Oberfläche abgerieben wurde. Reste des Sumpfes. Okay, Select. Sieht aus wie der Select-Knopf. Die Erland, die dieses Monument waren, ursprünglich Sumpf, der aber später auf D. Danke. Vor erst her sehr Sumpf, Blutsumpf genannt, weil. Nee, die der hier das was gossen, indem sie ihre Uge gewaschen hatten. Man sieht so affig aus, wenn ich das vorlese. Vielleicht ist das so rum, viele in dieser Gegend zu haben. Danke dafür. Ich verstehe alles. Nein. Kann ich in die Häuser nicht reingehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ah, genau. Ah, okay. Ich weiß das von,
Ich weiß, dass... Aua. Ach, ich wollte gerade mit Viereck angreifen. Kein Wunder. Zack. Ich weiß das bereits von einigen Reviews oder so. Habe ich doch schon mal... Oh, wie bin ich da weggelaufen, ey? Hammer eklig. Voll wieder dahin gelaufen einfach. Irgendwie kann man auch wieder auf den Boden schlagen. Jedenfalls ist es halt mit dem Einschlag das mal gesehen. Dass man dann auf den Boden so einmal hinterher treten kann, glaube ich. Oh, das ist ekelig. Mann. Stirb doch, du Sackgesicht, ey. Oder ist jetzt tot? Nee, immer noch nicht. Okay, jetzt ist er tot. Dieses Geräusch, dieses... Das kommt immer, wenn Gegner in der Nähe sind. Genau, das habe ich schon mal in irgendwo Reviews gesehen. Und ich weiß auch gar nicht, wie das mit den Leben funktioniert. Werden mir irgendwo die Leben angezeigt? Vielleicht im Menü oder so. Das ist ja bei, bei Resident Evil so. Ah, da, Status. Bisschen verkrusselt. Radio. Kleines tragbares Radio erzeugt Status raus, wenn Monster in der Nähe sind. Genau. Brett mit Nageln. An einem... Ach so, an einem Ende. Aus wie ein B. Nicht sehr wirksam, aber leicht zu gebrauchen. Okay, ich bräuchte mal irgendwie Heilung oder so. Das wäre ganz nett. Aber das ist wohl zu viel verlangt. Ja, ich weiß, ich gucke die Karte immer wieder an. Ich habe halt Angst, mich in der Welt zu bewegen. Aber wie gut, dass wir wenigstens vorgewarnt werden, wenn Monster in der Nähe sind. Moin, wie geht's? Ich werde euch mal nicht killen. Ich habe Besseres zu tun. Vor allen Dingen riskiere ich da noch ein bisschen Schaden und... Ich habe nichts zum Heilen, deswegen, ne, lass uns mal lieber. Oh, kommt gleich wieder neuer hin. Weil wir zufällig natürlich gleich in der ganzen Stadt Gegner sind. Auch wieder ein Zufall, du. Naja. Oha, hier ist wieder irgendwo einer. Oha. Wow. Da bin ich verjagt. Hi. Fliegt ein bisschen auf dem Boden lang. Oh. Das ist ein Mensch. Okay. James hält es nicht für wichtig, den mal zu untersuchen. Vielleicht ist auch kein Mensch. Na. Na gut. Oh. Die Straße ist blockiert. Auf diesem Weg komme ich nicht weiter. Auf diesem Weg schaffe ich es nicht zum Park. Ich muss einen anderen Weg finden. Okay. Dann bleibt ja nur noch der. Das ist mal wieder Zufallspiel, oder? Das ist mal wieder... Na gut. Wir wollen uns mal nicht aufregen, denn das Spiel ist tiefgründig und geil. Boah, wie so ein Boden kriegen, ey. Ich habe auch keine Ahnung, welche Häuser ich so reingehen kann, reingehen sollte. Hier ist irgendein Buch, oder? Ah ja, guck mal. Ich habe einen Erste-Hilfe-Kasten. Ah, okay. Ah, okay. Ist da noch was? Nee. Sehr schön. Okay. Ein Hund oder so höre ich gerade. Oh, da stand er schon. Hab ich mal voll gesehen. Soll ich mal plätten? Nee, lieber nicht. Ich habe nicht so viel Leben gerade. Danger. Ich glaub auch hier. Hi. Was James jetzt wohl denken muss. Oh, ist ja überall gesperrt. Die Tür, die im Dunkelheit... Ich hoffe, die folgen die Typen mich jetzt nicht. Die Tür, die in Dunkelheit erwacht und sich im Albtraum öffnet. Ist abgeschlossen. Einfach so daneben. Okay, Mann. Jetzt habe ich keinen Bock mehr auf die... Scheiße, scheiße. Wenn ich ihn einmal im Angriffmodus quasi habe, dann kriege ich ja keinen Schaden mehr. Oh, Mann, ey. Bam. Bam. Ich weiß nicht, wie man nochmal nachtreten kann. Ah, okay. Ah. Okay, wie hab ich das gemacht? Ich habe keine Ahnung. Aua. Ich bin bei tot, glaube ich. Greif an, Mann. Okay, ich weiß gerade nicht, wie ich das geschafft habe. Irgendwie habe ich... Ah ja, ohne anvisieren, okay? Dann sterben die auch instant. Das ist... Gut. Ups.
Ein falscher Knopf. Ja, wir können trotzdem mal gucken. Da ist auch gesperrt. Obwohl ich das noch gar nicht untersucht habe. Dann bleiben mir nicht viele Wege. Ich wette, Silent Hill wird noch deutlich größer. Also wir können noch deutlich mehr erkunden. Ich guck mal kurz auf die Uhr. Oh ja, Freunde, der Part ist gerade vorbei. Und damit ich nicht riskiere, dass die Facecam wieder aus ist. Wenn die Facecam wieder aus ist, dann habe ich wieder rumgefailt. Ich werde da schon noch reinfinden, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, wir beenden die Folge hier. Ich würde mal meinen... Oh, meine Katze kommt runter. Mein Status, soll ich den schon benutzen? Na, ich lasse es nochmal. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich gehe jetzt vielleicht nochmal offscreen speichern, damit ich meine Session endlich beenden kann. Das wäre ganz schön. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Und bis zum nächsten Part, Silent Hill 2. Tschüss.